Ach, aus Skyrim kommt der. Sehr gut, das kann ich nicht kennen. Das habe ich nie gezockt, das Game. Da bin ich raus. Deswegen kommt mir das auch nicht bekannt vor, beziehungsweise konnte ich die Verbindung dazwischen nicht aufbauen. So, Mikrofon ist an. Ja, mal kurz meine Haare nochmal hier. Einen Zopf machen. Ich sollte sofort wieder gehen. Wieso, hast du schon wieder Hunger? Phil. Leuten beim Kochen zu schauen macht mich einfach hungrig. Sowas aber auch. Oh, 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 sorry. Ach, ist mein Herz da drunter gefallen? Oh, mein Herz bleibt doch hier. Das sind normale Cayenne Chilis. Ich kann ja mal auf die Packung gucken. Was steht hier drauf? Ursprung Spanien, Pepperoni Mix. Ja. Sind ziemlich groß. Da steht 2 bis 3 soll ich reingeben. Ich weiß nicht, ob ich in dieser Größe wirklich 2 bis 3 reingebe. Ich glaube, ich gebe nur 2 rein oder 1,5. Mal schauen. Ich weiß noch nicht. Zutaten sieht schon mal gut aus, ne? Auf jeden. Wir haben hier sogar Tomatensaft aus der Region. Das heißt, der ist nicht mal 30 Kilometer gefahren, diese Tomate, bis hierher zu mir. Ich habe die noch nie getrunken, aber bei uns hat ja ein Hofladen so vor ein paar Monaten aufgemacht. Und der hat wirklich richtig gute Sachen. Die haben irgendwie alle selbst gemacht. Über Eis, Öl machen die sogar. Nee, ich glaube, Öl machen die nicht selber. Käse machen die selber, die machen ihre Brötchen, die machen ihr Brot selber. Also auch wirklich das Getreide von ihrem eigenen Feld und Tomaten von ihrem eigenen Feld, Milch von ihren eigenen Kühen haben sie da. Ey, das ist der Wahnsinn. Was die da nicht alles so selbst machen. Der absolute Hammer. Und ja. Ach scheiße, das ist ja so ein Verschluss. Habe ich hier ein Feuerzeug? Ich würde den mal gerne probieren, wie der schmeckt. Warum habe ich hier kein Feuerzeug in meiner Küche? Ja, weil ich auch keins brauche. Geil. Ach komm. Ach, beruhigt sich. Okay. Eine Bierdose ist irgendwie einfacher zu öffnen. Ich habe keinen Dosenöffner hier. Habe ich hier irgendwo ein Feuerzeug? Feuerzeug! Irgendwo muss doch hier eins liegen. Da hinten liegt eins. Ich muss mich nochmal abklemmen. Moin Moin! Gucken, wie der schmeckt. Ich bin gespannt. Muss sowieso noch ein bisschen Flüssigkeit nachholen vom Gästen. So. Habe ich den schon geschüttelt? Ja. Zum Wohl, Leute. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Das schmeckt gut. Nicht zu sauer. Grüß dich, Leon. Alle drei? Ne, ihr müsst das auch nicht essen. Ich muss das essen.
Spaghetti alla Abriata mit Pfannengemüse, auch nicht schlecht. Geh mal deine Seiten rasieren, ja, mach ich nächste Woche. Aber schön, das ist schön, wie ihr immer um mich besorgt seid, da geht mein Herz auf, ne? Ist echt nett von euch. So Leute, lasst mal anfangen jetzt hier. Wir brauchen, ich sage euch erstmal, was wir brauchen. Wir brauchen ziemlich viel Zwiebeln. Wir brauchen ziemlich viel Knoblauch. Wenn wir überlegen, ob ich vielleicht nicht sogar noch mehr Knoblauch nehme. Brauche ich 4, 1, 2. Vielleicht nehmen wir noch eine Knoblauch. Wir brauchen Chilischoten. Wir brauchen Tomaten. Wir brauchen Olivenöl. Fürs Braten nachher, fürs Hack. Wir brauchen Hack. Da ist halt halbe Schwein hier auf dem Tisch. Und halbe Rind. Ist ja gemischt. Ich habe gemischtes Hack genommen. Wir brauchen Tomatenmark. Wir brauchen Gemüsebrühe. Gemüsebrühe, Gemüseform. Wir brauchen Tomatensaft. Haben wir gerade getrunken. Wir brauchen Gemüsemais. Mit kleine. Ich habe schon die ganze Woche irgendwie nur Mais gegessen in den Gerichten. Ich wollte eigentlich gar keinen Mais nehmen, aber habe ich mir gedacht, nehmen wir eine kleine. Wir brauchen Bohnen. Wir brauchen ganz viel Bohnen. In Chili gehören Kidneybohnen. Es gibt sogar schon diese scharfen Bohnen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon beim Laden gesehen habt. Die könnt ihr auch nehmen, ey. Die sind auch geil. Das ist so ein bisschen der Ersatz, wenn man keine frische Chili oder so findet im Laden. Diese scharfen Bohnen. Wir brauchen bunt Lauchzwiebeln. Wir brauchen Salz und schwarzen Pfeffer. Hier steht noch Tortilla Chips, aber ich bin nicht so der. Weiß ich nicht, ich bin nicht so der Chipsesser. Tortilla Chips esse ich, wenn der nur im Kino mit Nacho-Käse, wisst ihr. Und ich mache mir dazu Reis. Ich habe mich noch entschieden, wir nehmen noch frischen Oregano. Den werden wir schnippeln und dann hier da reingeben. Der gibt auch noch ein bisschen Geschmack. Dankeschön, Gehirn. Für mich wäre das schon fast so viel Knoblauch. Was? Nein, du wirst nachher sehen, wie viel das ist. Das ist mega viel, was wir hier alles verarbeiten. Das soll auch für mich heute und morgen eventuell sogar am Montag noch essen. Bohnen in Chili-Essig. Weiß ich gar nicht, ob das jetzt Chili-Essig war. Jedenfalls irgendwie die Schafe waren das. Oregano. Bestes Kraut. Ja. Bestes Kraut finde ich eigentlich Dill und Schnittlauch. Die geben irgendwie so. Die haben irgendwie so den richtigen Eigengeschmack, finde ich. So. Rosmarin, Thymian und so, wenn du die im Essen haust. Dann ist das nicht so. Ist das nicht so kraftvoll, weil. Wisst ihr, wie ich meine? Die haben nicht so viel Power wie Dill oder so. Wenn ihr Dill in einem Essen haut. Holy shit, ey. Da schmeckst du den Dill übelst raus. Ja, ist eine gute Sache hier. Da kam der Lissig mal drauf. Das ist nicht mal meine Idee. Ich habe sonst immer irgendwo meinen Zettel hier gehabt und irgendwann ist er abgefackelt immer. Und dann hat der Lissig gesagt, ja, hey, klebt ihr den noch an der Küchen? Allerdings hat er recht. So, wollen wir anfangen? Wir fangen an, ne? Fangen wir erstmal mit den Zwiebeln an. Da wir so viele Zwiebeln haben. Es wird gleich wieder ein trauriger Tag. Aber eigentlich schon lange nicht mehr von Zwiebel schälen bzw. Zwiebel schneiden geweint. Die schreckliche Kraft des Dills, ne? Schrecklich finde ich es nicht. Ich liebe Dill. Dill ist geil. Meiner verschwindet immer. Ja, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Mitten im Kochen auf einmal der Zettel weg, ey. Was gibt's bei euch heute alles zu essen? Ich habe schon gehört, Arabiata gab es bei. Ich habe schon wieder den Namen vergessen.
Oh. Ja, Chili con Carne. Rezept der 80er. Ich habe mir mal extra ein altes Rezept rausgesucht. Viele werden sich jetzt wundern, warum so viele Kräuter fehlen. Meistens kommt noch Thymian mit rein oder Kümmel und hast du nicht alles gesehen? Da gibt es ja so viele verschiedene Varianten. Ich habe mich extra mal für ein Standalone, sag ich mal, jetzt ist Standalone Chili entschieden. Weil viele mögen ja auch keine Kräuter und so. Und ich wollte heute, ich möchte eigentlich auch, ja, meistens so ein breit gefächertes Gericht für jeden halt machen, ne? Damit halt jeder das. Ich meine, man kann die Kräuter und weglassen, oder wenn man sie halt nicht mag. Aber deswegen auch Chili con Carne der 80er. Ja, früher gab es halt nicht so viele Kräuter, ne? Gerade in der DDR. Im Westen war das ja ein bisschen anders. Ich meine, ich bin ein paar Monate DDR-Kind. Ich habe da mit der ganzen Sache nichts mitbekommen. Deswegen kann ich da auch nichts Großartiges aus meiner Vergangenheit erzählen, wie es denn damals war. Aber ich von Hören, Sagen und so, gab es halt früher nicht so die Auswahl an Kräutern, ne, was man in der Küche verwendet hat. Und dann musste man halt einfach auf das zurückgreifen, was dort ist. Und ja, Chili con Carne gab es damit schon. Da haben sich die Menschen halt Gedanken gemacht, wie man das Gericht aufpeppen kann ohne viele Kräuter. Und dann ist dieses Gericht wohl entstanden. Der Russe macht ja überall Dill ran, nicht nur auf Gurke. Echt? Echt? Die Russen sind so auf Dill fixiert? Wusste ich gar nicht. Was geht's? Grüße dich. Kauleiste, wann soll ich denn bei dir sein, um was zu bekommen? Ja, ich plan mal so eine Stunde, anderthalb Stunden ein, dann sind wir fertig hier. Das ist großzügig bemessen. Hey Malu, grüße dich. Heute wird gehungert. Norovirus-Fastentag. Was? Wir machen wieder langsam heute. Ich hab Zeit. Ich hab auch gar keine Lust, mich großartig abzuhetzen hier. Für wen auch? Ich koche für mich alleine, ne? So, waren das alle Zwiebeln? Das waren alle Zwiebeln. So, Knoblauchschäden unter eine Kokosnuss, Chili-Dings ausschneiden, Kerne entfernen und die Chilis in feine Ringe schneiden. So, wir mal überlegen, wo machen wir? Passt hier der Knoblauch drauf? Ich glaube ja. Da müsste der drauf passen. So, mal die Chili abwaschen. Wollt ihr echt, dass ich alle drei Chilischoten nehme, ey? Ihr seid doch verrückt. Aber eigentlich ein Chili muss scharf sein, ne? Heißt ja nicht umsonst Chili con Carne. Und der Wendel anbraten und zum Schluss die Zwiebeln mitbraten. Tomatenmark, Knoblauch und Chili und so rein, okay. Erstmal noch den Knoblauch. Test, Test. Hallo, hallo. Wir noch alle am Schlafen. Moin, Lemming.
Lemming Erdbeere, grüße dich. Hört sich auf jeden Fall lecker an, was Rezept sagt. Joa. Definitiv. Man drückt ja eigentlich immer so den Knoblauch, aber wenn er noch ziemlich frisch ist, so wie der hier, braucht man den gar nicht. Braucht man den gar nicht drücken, da geht die Pelle so richtig schön ab. Da braucht man fast nichts mehr. Was ist hier? Sprießt der schon? Da erzählt der Dreadlock irgendwas von frisch. Im gleichen Atemzug sprießt der Knoblauch schon? Kann ja auch nicht frisch sein, ne? So, wie eben schon erwähnt, wir haben heute so viel Knoblauch. Wir werden das einfach durch eine Knoblauchpresse machen. Ich glaube, wir machen doch noch einen Knoblauch dazu. Kochen mit Fahrstuhlmusik. Ist das Fahrstuhlmusik? Das ist einfach nur entspannte Hintergrundmusik. Ich habe ja hier Radio an in der Küche. So, ihr Banausen, ich mache jetzt hier noch eine Knoblauch rein. Pustekuchen, ey. Habt ihr jetzt davon? Ich glaube, ich bin schon knoblauchresistent. Ich hau immer so viel Knoblauch rein, ich schmeck den gar nicht. Aber gesund ist es ja, ne? So, machen wir mal hier den Strunk raus, weil der ist hart. Den will man nicht essen mit. Mensch, wie soll es nicht runterfallen, du Knoblauch? So. Zack. Jetzt haben wir den Knoblauch durch. Ich finde die Knoblauchpresse richtig scheiße. Entweder mache ich es verkehrt, aber man kann eigentlich gar nichts verkehrt machen an der Knoblauchpresse. Die ist einfach nur kacke, finde ich. Boah, der Knoblauch riecht richtig gut, ey. Aber der presst halt nicht richtig. Jetzt habe ich hier die ganzen Lappen. Der ist halt kacke. Ist halt kacke, die Presse. Guck mal, ich habe jetzt 3 Knoblauch reingemacht. Hier ist gar nichts drin. Das ist alles noch in... Alles noch irgendwie in der Knoblauchpresse. Und deswegen schneide ich meinen Knoblauch meist immer, weil die Knoblauchpresse, die ich habe, einfach kacke ist. Uiuiui, Knoblauch. Hast du bestimmt nicht so viele Probleme, wa, Pilzsammler? Mit deiner Knoblauchpresse von der Oma? Der ist bestimmt richtig gut. Hi, Sergeant Bommel, grüße dich. Vielleicht Stücke, ja. Das kann ja wieder nur von Maluk kommen, so eine Tipps. Ey, da bin ich schneller dran, ne? Wenn ich den schneide. Ohne Scheiß. Muss ich den ganzen Kack hier noch rausholen?
So. So viel drinne hier. Das ist ein Scheiß. Eigentlich kann ich die Knoblauchpresse gleich in den Müll schmeißen. Die ist so kacke. Wenn du hier 50 Kilo Knoblauch machst, dann vielleicht kannst du die Knoblauchpresse benehmen, aber hier für 5 Knoblauch 10. So. Damals immer den Knoblauch auf den Boden geworfen, ist draufgetreten und hat den mitgekocht. Kann man natürlich auch machen. Ersparst du dir halt das Raufdrücken, ne? Das ist halt das Gleiche. Ist halt das Gleiche, ob du jetzt rauftrittst oder raufdrückst. Naja, die Alten, die haben auf jeden Fall bei der Kasse was Kochen anbelangt. Da geht so viel verloren, ne? Gerade durch die ganze Industrialisierung und so. Ich hoffe, du wohnst allein. Klar wohne ich alleine. Hier ist niemand. Hier wohnt niemand. So, Chili längs aufschneiden. Hier ran. Ich muss hier ein bisschen Platz machen. Grobe Würfel schnell, habe ich auch ganz vergessen. Aber machen wir doch. Erstmal alle halbieren hier. Immer einen Arbeitsschritt erstmal zu Ende machen. Zack. Oder einen Arbeitsgang. Um den Spaß am Umgang mit der Knoblauchpresse effektiv ist die nicht. Ach so. Na gut, dann habe ich lieber Spaß, das Ding oder beziehungsweise Knoblauch zu schneiden. Wir brauchen gar nicht so fein schneiden die Würfel. Ja, aber wollte ich dein Messer heute holen? Natürlich hat der Carwash Car Service gebumst, gedönst da nicht auf, ne? Auf den Samstag. Muss ich jetzt noch bis Montag warten. Ich bedanke mich. Denn Montag, beziehungsweise wenn es dann wirklich angekommen ist, bedanke ich mich dann bei dir, Abo. Nicht, dass du dankst. Der eine hat sich noch nicht einmal bedankt hier. Was ist da los?
mache ich denn noch? Wo hast du denn das Kochen gelernt? Damals in der Kochlehre. Und viel habe ich mir selbst beigebracht. Ich habe halt nicht die richtigen Utensilien, sonst wird es hier ein bisschen schneller gehen. Das hat mir ja meine Mutter gekauft, weil ich kein scharfes Messer habe. Von Chibo. Ja. Kann sich ja denken, was das für ein Messer ist, ey. Jetzt ist mein Tag besser, ich habe Quaputzi gesehen. Aline, grüße dich. Hallihallo. Scheiße, habe ich Quaputzi nicht zugedeckt. So. Schnibbeln. So ein großes Brett wäre geil, ne? Ich finde, das Brett ist viel zu klein hier, ey. Ich finde immer alles daneben. Hey Global, grüße dich. Bei mir super. Alles super, Global. Ich hoffe, bei dir auch, mein Lieber. Alles bestens, da. So, den Strunk hau ich immer weg, dann will ich nämlich nicht. Schmeckt mir nicht. Ich denke euch auch nicht. Ja, dieses Messer ist halt so scheiße. Man kann halt nicht so richtig runterdrücken, weil hier so ein Nippel ist. Ich verstehe diesen Nippel auch nicht. Also du schneidest auf dem Brett und dann hast du hier hinten so eine Lücke zwischen Brett und Klinge, weil hier so ein Nippel dran ist. Totaler Bullshit. Oh, 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 es fängt an. Ich glaube, ich merke die Zwiebeln. Nein! Ich bin zu jung, und zu männlich zum Heulen. Widerstehe. Widerstehe der Zwiebel. Du kannst es schaffen. Du kannst es schaffen. Es sind nur noch zwei Zwiebeln, die du schneiden musst. Widerstehe der Macht. Du kannst es schaffen. You can do it. Moment. Ach Mann, ey, dieses Messer, ey. Bin ich aber gespannt, wie das Messer Montag wird, Mabo. Bin ich echt gespannt, ne? Da habe ich schon echt Bock drauf. Mal gucken, ob das wirklich gut ist. Aber ich gehe mal von aus, ne? Weißt du gar nicht, von welcher Marke das ist. Weißt du das, Abo? WMF? Ups. Wie ich das hier alles platt trete. Zwiebeln. Echt? Ja, sicher. Hast du überhaupt gepennt? Ja, 3 Stunden. 3, 2,5 Stunden. Nett. Ja, 2,5, 3 Stunden irgendwie so.
Nippel sind auch völlig unverständlich. So groß, dass sie die Zwiebeldämpfe nicht erreichen. Ah, genau. Oder? Ja, ich hab's geschafft. Ich hab den Kampf gegen die Zwiebel gewonnen. So. Schließe auch schnell den Kern und feine. Okay. Ja, darf er keinen Platz haben? Ich will auch kein neues Messer einsauen. Jetzt kommt die Chili. Oh. Ich weiß jetzt schon, dass ich viel zu viel reinhauen werde. An Chili. Aber ihr wollt mich ja leiden sehen, ne? Ihr wollt mich richtig leiden sehen. Deswegen hau ich alle drei rein. Oh, das wird ein Fehler. Das wird ein Fehler, Chris. Mach das nicht. Hör nicht auf deine Community. Aber die Kerne mache ich raus. Weil die Kerne sind eigentlich, so wie ich gehört habe, das Schärfste. Und jetzt schön in die Augen reiben damit, ne? Ja. Da liegt die meiste Schärfe drin, ja sag ich doch. Deswegen mache ich doch die Kerne raus. Ja, Aline, da weißt du ja, wo du heute hingehen kannst. Um essen zu kommen, ne? Oh, ich glaube, ich darf heute den ganzen Tag nicht meine Augen reiben. Mit meinen Händen. Wenn nicht sogar noch die ganze nächste Woche. So wie ich die Kerne hier rauskratze. Da. Du wirst mich sterben sehen, oder? Wieso? Moin, Shibro! Mit mir down? Mit dem Sound aus Hamburg City? Aus dem die Leute vertrauen. Pepperoni, wie niedlich. War das jetzt ein Versuch zu reimen oder was zu zitieren, Shibro? Ja, ich bin halt Schärfe angeht eine Pussy, ne? Ich mach schon drei rein. Und das wird ein Fehler sein. Weil ich auf euch höre. Aber ich zieh's durch. Heute zieh's durch. Heute mache ich mal eine richtige Chili mit Pussy Pepperoni mit PPs. Man nannte sie auch PP. So, noch ein paar. Sind noch Kerne drin? Da. So, wir haben alle. So, und jetzt in feine. Okay, ich nehme das andere Messer. Ich hab doch noch ein kleines hier. Das nehmen wir. Ist das scharf. Schneidet sich irgendwie doof auf dem Teller, ne? Schauen wir mal, ob wir hier noch Platz finden. Oh, da ist noch ein Kern. Egal, ein Kern wird uns nicht umbringen.
Wird richtig lecker. Ist das eine Frage oder eine Aussage, Apo? Layla, grüße dich. Layla? Layla? Layla, ne? Oh, oh, das wird mich umbringen. Ich mach viel zu viel Chili rein. Wenn du den ganzen Weg Zwiebeln roh isst. Nee, danke. Nee, danke. Da habe ich schon für harmlosere Sachen mehr Geld bekommen. Das ist das meiste Chili, was ich hier auf diesem Brett geschnitten habe. Und das meine ich ernst. Das meine ich ernst. Oh cool, Gott. Jemand will dein Freund sein. Mich töten, ey. Nur heute passe ich. Wieso passt du heute, Aline? Verstehe ich nicht. Ist es wegen den Chilis? Holy shit, sind das viele! Oh mein Gott! Das ist eine ganze Handvoll Chilis! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich weiß jetzt schon, dass ich da dran sitzen werde nachher. Das Chili schmeckt gut, aber es ist viel zu scharf, man kann es nicht essen. Aber mal gucken. Das Schlimme ist ja, Schärfe geht beim Kochen nicht flöten. Im Gegenteil, die wird noch schlimmer, die Schärfe. Bin wohl untergegangen, aber nochmal Mahlzeit. Ey, Trooper, grüße dich. Tut mir leid. Ein wunderschön. Mein Magen sind mega Schärfe unempfindlich. Okay. Ja, dann machen wir zwei Töpfe, Aline. Ich mache einen Topf Chili. Ohne Chili und ein Topf Chili mit Chili. So, Zwiebeln schälen, grob würfeln, Knoblauch schälen und durch eine Knoblauchwürze drin haben wir Chilis längs aufschneiden, Kerne entfernen. Chilis fein Ringe schneiden, Tomaten auf ein Sieb gießen, brauchen wir nicht, Saft brauchen wir nicht. Öl in Schmorte verhützen und das Hackfleisch in eine heiße Öl brücklich unterwinden. Zum Schluss Zwiebeln mitbraten, Tomaten. Knoblauch und Chili unterrühren mit Brühe. Ja. Ich nehme mich heute mal nicht die Pfanne, weil in der Pfanne werde ich dies nicht alles reinbekommen. Wir nehmen heute mal einen großen Topf. Und dort werden wir auch das Hack fertig machen. So. Ich schau grad mal. Können wir den vielleicht sogar hier vorne machen? Soll ich den hier vorne oder da machen? Was sagt ihr? Wo seht ihr es besser? Ich mach ihn hier hinten. Brauchen wir nur eine Platte sogar. Das ist nämlich richtig gut. Richtig gut. Hast du dich von Division Nacht erholt?
Ach, die waren noch nicht schlimm. Da kenne ich schlimmere Nächte von Division 2. Spirit Dune. Dune of Troyce. Of Troyce. Hi from Paris, guys. Hello, dude. Welcome to Germany. Vielleicht will sie deshalb nicht. Ich werde zu Bio, warte. Und komm vorbei, Chris. Ja. Gönn dir. Go, go, go. Die Profi-Scharfesser trinkt von den sehr scharfen Gerichten ein Gläschen Öl für das wirkliche Schärfe. Ja, das stimmt. Hab ich auch schon mal gehört. Da ist noch Öl hier rein, Mann. So. Das Hack haben wir. Hack. Gerade im Winter oder beziehungsweise wenn nicht so heiß ist. Ich kaufe das und mache das nicht im Kühlschrank mehr. Da kann das ein bisschen Zimmertemperatur das ist mir entfallen, was ich sagen wollte. Holy shit. Ach so. Das Hack, das mache ich nicht im Kühlschrank nach dem Einkaufen, dann kann ich das ein bisschen entklimatisieren. Genau. Im Sommer würde ich das jetzt nicht empfehlen, wenn 30 Grad draußen wie drinnen sind, dann würde ich jetzt nicht unbedingt das Hack draußen lassen, dann würde ich es wirklich im Kühlschrank noch machen, aber bei solchen Temperaturen wie jetzt. Und bei 40 Grad liegt er also auf der Fensterbank sowieso in der Sonne, damit es sich ein bisschen brauner wird. Wenn Öl dampft, dann ist es zu heiß. Aber dann wisst ihr, dass der Topf bzw. die Pfanne auch gut ist. So. So, und wie ich jeden erzähle, immer schön Stück für Stück das Hack reinmachen, damit die Pfanne bzw. der Topf nicht zu doll abkühlt. Damit es halt weiter brät. Und nicht kocht. With butter, dann Öl, personal taste. Ich weiß nicht, wie ich Ihnen das erklären soll auf Englisch. Dass man Butter nicht so hoch erhitzen kann. Und fürs Braten braucht man schon eine relativ hohe Hitze, weil sich sonst die Röstaromen nicht bilden.
Und mit Butter verbrennt ihr die Butter. Na gut, man könnte Butaris nehmen, das ist wohl wahr. Ich weiß nicht, ob er ganz normale Butter nimmt oder Butaris, aber... Ganz normale Butter würde ich jetzt nicht nehmen. But my English is not so good. Sorry, dude. Very much hit, so we cause the core. Wow, Aline, wow. Hast du das Rezept? Ausrufezeichen Rezept. Ich nehme immer Butaris. Ja, Butaris kann man nehmen, weil aus Butaris sind halt, ist halt der Eiweiß von der Butter raus. Das, was halt verbrennt bei der Butter. Und Butaris kannst du halt wirklich hoch erhitzen. So, was ist jetzt hier mit der Power? Hallo? Er ist halt das Beschissene am Topf. Hey Snavu, grüße ich. So, hauen wir jetzt den Rest hier rein. Zack. Ah, geht noch. Hätten wir alles reingehauen, dann hätten wir auf jeden Fall das Hack gleich jetzt gekocht. Statt gegart, beziehungsweise gebraten. So, das muss jetzt wirklich einmal durchbraten. Könnt schon mal den Tomatensaft abmessen. 250 brauchen wir. Gönnen wir mal noch ein Gläsle. Wo kann ich bestellen? Wird die Delivero? Lieferservice? Nee. Tut mir leid. Ich verschick's nicht mehr, weil die Lieferanten das immer selber essen. Deswegen müsst ihr zu mir kommen, wenn ihr was abhaben wollt. Es tut mir leid. Ich habe das schon so oft gemacht. Leuten Essen geschickt, nie angekommen. Weil die Lieferanten es immer selber essen. Froschschenkel probieren mit einfach köstlich. Okay. Man muss sich auf jeden Fall, das habe ich noch nicht gemacht in meinem Leben. Have a good day. Thank you very much, Spirit. Bye bye.
Wo ist mein Extra-Topf? Der wird im Nebenraum gemacht, Aline. Das siehst du gerade nur nicht. Das macht gerade Tom fertig. Du bist ausgelutscht, Shibro. Du bist absolut ausgelutscht. Haben. Ordentlich machen und mit viel Liebe. Ja, mit viel Liebe könnte so ein Problem werden, Aline, aber er macht's bestimmt gut. Mach's es gut, Tom? Digga, du sollst nicht auf dem Boden arbeiten. Was machst du denn da? Ja, guck doch mal, wo du das hinmachst. Ja, ich kann dir nicht helfen, Alter. Ich muss hier machen. Hä? Nee. Ja, arbeite halt nicht auf dem Boden. Unglaublich. Ja, wenn halt ein bisschen Dreck oder Sand drin ist, Aline, bedank dich bei Tom, der achtet da nicht so drauf. Wenn mal was auf den Boden fällt, dann... Ja, was soll ich dazu sagen? Selbstgemachten Marklöschen. Lecker. Jetzt kann ich nichts mehr schöpfen. Die Suppenkelle hat zerlegt. Okay, das ist mir auch noch nicht passiert. Reinigt den Magen, passt schon. Stimmt, das müsstest du ja kennen von deinen... Von deinen Bagagen, sag ich. Von deinen Gaunern. Von der Arbeit. So, jetzt kommt die Power hier. Nach 100 Jahren, ey. Ich hasse E-Herd. Ich möchte Gasherd. Also in meiner nächsten Wohnung, beziehungsweise irgendwann, wenn ich mal Twitch-Millionär werde, werde ich mir ein Haus bauen oder kaufen, wo Gasherd ist. Dann wird hier richtig gekocht. Der Pilzsammler kennt sich aus, ne? Auch so ein wandelndes Lexikon, ey. Habe ich so das Gefühl. Wenn man kurz nicht hinschaut. Probier mal meinen leckeren Sandkuchen. Das kann ich mir vorstellen. Ey. Wenn ich so. Ah. Ich hab bestimmt auch mega viel Dreck gefressen. Als Kind. Aber leben tun wir alle noch, ne? Leben tun wir alle noch. Ich glaube, da ist keiner gestorben von. Kindern rein und wunderst sich nur, warum ihre Zähne so knirschen. Herrlich, so muss das sein. So, unter Wänden anbraten und zum Schluss die Zwiebeln mitbraten. Zwiebeln hauen wir gleich rein. Kommen wir sie jetzt schon rein?
deswegen bist du schief gewachsen. Ach ja. So, wir hauen jetzt die Zwiebeln rein. Damals mit Dreck gefüttert. Ich will gar nicht wissen, wie viel ich gegessen habe über all diese Jahre. Du hast ja nette Brüder, Aline. Aline geht gerade einer ab. Ganz ruhig, Aline. So, ein bisschen von der Hitze können wir runtergehen. Tomatenmark, Knoblauch und Chili unterrühren. Okay. Das und Chili. Fleck ist halt einfach zu klein. So ist, wenn ich das Hack schon fast zu doll gebraten und die Zwiebeln, die haben noch nicht mal den Boden berührt hier. Wenn ihr das gleiche Problem habt, ihr könnt auch die Zwiebeln separat einfach mal kurz in einer kleinen Pfanne braten. Dann habt ihr das Problem nämlich nicht. Gebt die dann einfach dann dazu, wenn das Hack gut ist. Aber wollte ich jetzt nicht. Ich wollte nicht so viel einsauen. Mir ist halt auch nicht so was von wichtig, ob die Zwiebeln jetzt durchgebraten sind oder so. Das einzige Problem ist halt nur, wenn die Zwiebeln noch roh sind, dann könnt ihr nämlich am Abend, dann lasst ein bisschen Luft von hinten raus. Wisst ihr, wie ich meine? Das passiert nämlich bei rohen Zwiebeln. Und wenn sie gebraten sind, dann ist der Stoff, der dafür verantwortlich ist, der geht dann weg durchs Braten bzw. Erhitzen der Zwiebel. Und dann ist auch alles ruhig an dem Tag, weißt du? Aber da ich ja sowieso gerade alleine bin, zurzeit noch, ist mir das eigentlich relativ wumpe. So, wir machen jetzt uns ein kleines Löchle in der Mitte. Da kommt nämlich der Dings rein. Tomatenmark. Damit er einmal schön anschwitzt. Zack. So. Da kommt Knoblauch rein. Der Knoblauch kann ruhig an der Seite. Den wollen wir nicht so mitbraten. Weil wenn der zu lange brät, dann wird der bitter und schmeckt nicht. So, Chili können wir auch reinhauen. Zack. Oh mein Gott, das wird mich umbringen. Das wird mich absolut umbringen. So. Kurz hier einmal umrühren.
Ja, und man kann ihn jetzt schon erkennen, wohin es gehen soll, farblich, die Richtung. So, schön einmal Tomatenmark verrühren. Wenn das auch ein bisschen noch anschwitzt, damit es auch noch ein bisschen kräftiger wird. Mit Brühe einen halben Liter Wasser. Mit Brühe einen halben Liter Wasser, Tomatensaft und geschälten Tomatensaft ablöschen. Okay. Dann können wir hier noch Wasser reinmachen. Zack. So. Tomaten können wir auch machen. Vorsichtig, dass sie nicht spritzen hier. Hey Nils, grüße dich. Ne, irgendwie hat der Bot heute nicht im Discord Bescheid gesagt. Ich hab's vorhin auch schon gesehen. Weiß ich nicht. Wollen wir mal gucken, ob's morgen genauso ist. Wenn, dann springt er irgendwie rum. So. Brühe. Zack. So, einmal ablöschen. Dann Tomatensaft und Wasser. Zack. Und die geschälten Tomaten. Beziehungsweise ich habe jetzt schon stückige Tomaten. Haben wir uns einen Arbeitsgang erspart. Kommen wir jetzt auch noch rein hier. Ja, natürlich der Deckel auch. Zack. Dann machen wir mal den Deckel ab hier, bevor der auch wieder mit reinplumpst. So, ihr seht schon, das ist halt schon eine richtige Menge hier. Das hätte auf jeden Fall in meiner Pfanne nicht reingepasst. Zack. Das haben wir. Aufkochen und 15 Minuten kochen lassen. Machen wir. Holen das alles mal erstmal schön um hier. Lasst euch jetzt nicht von der Konsistenz irritieren. Das wird alles noch ein bisschen einreduziert. Wir lassen das ja noch gleich kochen. Und dann geht das Wasser nämlich auch wieder raus, was wir gerade zugefügt haben. Dann wird es ein bisschen dickflüssiger. Deswegen keine Angst. Das bleibt nicht so. Hey Dex, grüße dich. Ein wunderschön. Ziehst du um oder zieht jemand bei dir ein? Weiß ich noch nicht. Weder noch. Also umziehen tue ich nicht. Und einziehen tut eigentlich auch keiner. Eigentlich beim alles beim Alten, Alin. Aber mal gucken. Vielleicht entwickelt sich ja irgendwas. Irgendwann. Irgendwie. Chili sind nicht so viele, ne? Abo? Nö, nö, nö. Also wenn ich Knoblauch und Zwiebeln reinmache, dann kann ich danach auch stinken. Ist so. Universelles Begrüßungswort mit vier Buchstaben. Das stand damals in meinem Studienführer. Der Erstwoche? Aha. Heißt das, ich stinke von Grund auf? Warum? Na, kocht die Suppe schon hier?
So, dann können wir mich jetzt 15 Minuten mal einstellen. Dann können wir mich den Rest mal machen. Oh, 16 Minuten ist auch nicht geil. So, Maisbohnen abtropfen lassen und weitere 10 Minuten köcheln. Habt ihr das gehört, Leute? Hier ist noch eine Zwiebel. Rein mit dir. Das heißt, wir werden uns jetzt ein Sieb holen. Nehmen. Das machen wir da rein. Das machen wir mal auch in die Spüle schon hier. Haben wir ein bisschen Platz hier. Ja, schon mal ein bisschen aufräumen. Warte. Da 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 da. Da 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 da. Trinke ich den Tomatensaft noch aus? Ja, ich denke schon. Kann der Deckel auch weg. Sollen wir noch was? Na. Keiner zu hier. Es läuft doch schon, Chris. Was läuft schon? Wieso Abo? Ich habe seit einer Stunde nichts mehr geschrieben. Hä, hab ich was von Abo gesagt? Ugh. So. Alle Bohnen raus hier. Super. Oh, Bohnen, Kidneybohnen. Ich liebe Kidneybohnen. Kidneybohnen. So, können wir auch hier reinmachen, auch in Sieb. Können wir alles hier mit abtropfen lassen. Aber ich tropfe das nicht nur ab, ich werde das auch nochmal abspülen. Schwefelhaftige Inhaltsstoffe wie dem Alin, deswegen. Was? Hat Tom mittlerweile alles im Boden aufgehoben und wieder Topf gemacht? Tom, wie weit bist denn? Du hast mal gerade die Zwiebeln geschält. Brauchst du Knoblauchpresse? Hä? Was machst du mit dem Fuß? Ja, du sollst mal nicht so viel auf unsere Zuschauer hören. Ich meine, das hat die Oma von dem Pilzsammler früher gemacht. Das brauchst du jetzt aber nicht machen. Ja. Hey, ich lass dich in Ruhe. Ich lass dich machen. Mach. Er ist bei. Er hat gerade die Zwiebeln geschält. Alim. Könnte eventuell noch ein bisschen dauern. So. Ja, immer wieder mal. Ich hab da nichts von Abo geredet, Abo. Der Abo, du möchtest wohl, dass ich gern von dir rede, oder was? Abo-Lein. Bei dem Bohnen muss ich direkt an Bud Spencer denken. Ist so. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wie er da auf seiner... Ich weiß gar nicht mal, welcher Film das war, wo er auf seinem Boot sitzt... Und da sich so eine Bohnendose aufmacht und seinen Topf, ey. Richtig genial. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Film hieß. Moin. Maxatron, grüße dich. Moin, moin. So. Wir... Inzwischen Laufzwiebeln putzen, waschen und feine Ringe schneiden. Alles klar. Gewaschen haben wir ihn schon. Ich überlege gerade, ob ich den Oregano nicht zuerst machen sollte. Ich glaube, ich mache den Oregano zuerst. So, waschen wir den mal einmal ab hier. So, wir wollen nur die Blätter haben, nicht die Stiele.
Das sah irgendwie so komisch aus. Bei mir ohne Oregano, ich vertrag den nicht. Hast du gehört, Tom? Hast mitgelesen, ne? Ja, okay. Na, er liest noch nebenbei mit. Alina, hat er gelesen? Alter, wie du aussiehst, Mann. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ey. Ist er in der Regie, der liest halt alles mit immer. Alin. So, wir hauen ruhig den ganzen Oregano rein. Ist ja ein großer Top. Was soll ich hier den Oregano aufheben? Bin damit. Bei Kräuter bin ich sowieso immer nicht so sparsam. Kräuter hau ich immer richtig viel rein. Egal, ob es Petersilie ist oder Dill oder Schnittlauch im Rührei und so. Da bin ich nie sparsam, muss ich sagen. Da hau ich immer richtig rein. Weiß nicht, ich liebe Kräuter. So geil. Da. Kräuter sind schon was Feines von der Natur, oder? Hat sich Mutter Natur auf jeden Fall was Gutes einfallen lassen. Zack. So. Wir können weg. Zwei Asse trumpfen auf. Der Film mit dem Boot. Oh, danke dir. Vielen, vielen Dank, Pampiet. Das muss ich mir mal aufschreiben. Zwei Asse trumpfen auf. Das muss ich mir mal aufschreiben. Ich will den Film unbedingt mal wieder gucken. Zwei Asse trumpfen auf. Habe ich hier einen Stift irgendwo? Hier habe ich einen Stift. Das muss ich mir aufschreiben. Habe ich auch einen Zettel? Hier, nehmen wir mal den Flyer hier. Vielen, vielen Dank. Wenn ich mir den nicht sogar schon heute Abend geben werde. Ach, da werden Kindheitserinnerungen wieder. Da kommen Kindheitserinnerungen wieder hoch. War ich nicht stehen geblieben? Ach ja, wollten den Oregano schneiden. Habe ich als Kind erst in Tischmanieren gelernt. War der beste Mann. Kann dir alle Titel geben, echt. Auch so ein richtiger. Ein Kumpel auch von mir, der auch so richtiger Terence Hill und Bud Spencer Fanatiker gewesen. Ja. Haben halt auch super Filme gemacht, ne? Ah ne, warte mal, ich nehme mal mein anderes Messer. Das geht so nicht. Und immer schön schneiden die Kräuter. Nicht hacken. Schmeißt eure Hacke hier, diese Wiege. Ich kenne bestimmt noch einige von früher oder so, aber ich weiß nicht, ob es sie heute noch gibt. Diese Wiegen, haut die weg. Und bitte hackt eure Kräuter nicht, sondern schneidet sie. Weil, wenn ihr hackt, dann habt ihr nämlich die ganzen Kräuteraroma in dem Brett drinne. Ja, und ihr wollt die Kräuteraroma ja in euren Essen haben und nicht in eurem Brett. Ihr esst das Brett ja nicht. Na gut, bei einigen von euch kann ich mir schon vorstellen, dass ihr auch danach noch das Brett mit essen. Aber zu 90% der Leute hier,
Die wollen doch nur, denke ich mal, ihr Essen essen, ne? In jedem Film gab es eine große Fressszene. Nee, das mit dem Bohnen fand ich am besten. Ah, ich weiß nicht, es sind halt alle gut, die Filme. Ich kann dir auch gar nicht sagen, welcher am besten ist. Ich glaube, da würde ich lügen. Da müsste ich lügen, ey. Oh, riecht das gut. Leute! Ich bin gerade im 7. Kräuterhimmel. Zack. So. Warte mal, haben wir noch unsere... Ich muss mal kurz hier das... kleine Ding hier wieder rausholen. Das brauche ich. Muss ja mal ausspülen. Zack. Das reicht. Dann machen wir jetzt die Kräuter nämlich rein. Also Oregano steht nicht drauf auf dem Rezept, ne? Das ist jetzt von mir persönlich hinzugefügt worden. Weil ich finde, Oregano... Es passt halt einfach wie es Faust aufs Auge beim Chili. Wollte so wenig Kräuter verwenden wie möglich, weil es halt Chili con Carne der 80er Jahre heißt, aber... Ja, gut, da musste ich jetzt mal eine Ausnahme machen. Oberblase. Hab ich schon. Was denkst du denn? In der ersten Sekunde, wo sie das gesagt haben, hab ich's erfahren. Finde ich super. Gute Entscheidung von Division, dass sie Division 2 rausbringen. Absolut super. Wenn der Netcode noch gut wird, die Hearbox entfernt wird in Division 2 oder sie dies überarbeiten so, dass die Hearbox auch geht, dann wird's ein Traum. Beziehungsweise die ganzen anderen Lags und bla 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 bla. Aber das ist ein anderes Thema. Wir sind jetzt beim Kochen hier. So, immer mal schön umrühren, das Chili. Nicht, dass es anbrennt. Aber ihr seht schon, es wird schon langsam die Konsistenz, so wie man sich richtiges Chili vorstellt. Mahlzeit, lo! Huselisch. Banana Joe war der beste Film. Ja, Da gehe ich nicht. Weil da. Nee. Sind alle gut. Wo der Buggy geschrottet wird, der ist auch gut. Bier und Würstchen, ein Wettkampf nach meinem Geschmack. Moin Pavan, ein wunderschön, grüße dich. Hallihallo. Na, auch bei dir alles Jui. So. Müssen wir mal ein bisschen reinhauen hier, ne? Jetzt haben wir schon wieder so viel gequatscht, jetzt habe ich vergessen, nämlich den Reis zu machen. Ihr seid mit ein paar Nasen. Naja, egal. Das schaffen wir auch noch. Muss ja auch noch 10 Minuten hier köcheln mit dem Mais und Chili und so. Mais und Bohnen. Haben wir noch ein bisschen Zeit. Bei mir ist auch alles gut, Pavan. Was geht bei dir heute noch so, Pavan? Zocken? Raus? Feiern? Schlafen? Erzähl. So. Ich glaube, im Deckel haben wir eine Spüle. So. Können wir ruhig verwenden. Zack. Ich bin da ja nicht so, ne? So. Mal das Ende vom Lauch abschneiden hier. Habe ich einen Mülleimer, benutze ich gar nicht. So. Wenn wir jetzt auch in feine Ringe schneiden.
Scheiß Schwerkraft. Dass immer alles runterfallen muss. Na? Hört auf hier. Ihr bleibt hier. Du. Ich brauch's nicht nochmal erklären, glaube ich. So, 15 Minuten sind um. Jetzt hauen wir gleich die Dings rein. So, die können weg. Lauchzwiebeln, auch so ein geiles Gemüse, ne? Ich liebe das. Ohne Scheiß. Eigentlich ist Essen allgemein alles ziemlich cool. So. Also, lesen nochmal. 10 bis 15 Minuten aufkochen. Maisbohnen abtropfen lassen und weitere 10 Minuten köcheln lassen. Da steht gar nicht drin, ne? Dass man Mais und Bohnen hinzufügen soll. Da steht nur Mais und Bohnen abtropfen lassen. Aber wir wissen ja, dass wir sie reinfügen müssen. Ja, wir wollen gar nicht so viel Wasser hier wieder mit drin oder mit reinmachen. So. Jetzt füllen wir den Topf nochmal. Boah, das wird ein Topf, Leute. Ihr habt nicht zufällig Bock vorbeizukommen, oder? So einen schönen Top-Chili probieren vom Alten, ne? Oder? 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 Oh, Piepe aus hier. Zack. So, nochmal 10 Minuten. Voll unfair. Hey Bobby, grüße dich. Ein wunderschön. Konsistenz muss schön matschig sein. Striker, Mahlzeit. Sieht gut aus, der Chili. Dankeschön. Spider Wars, moin moin. Hätte die Zeit wieder gut gemacht, weiß ich. Aber ich habe noch Zeit. Deswegen brauche ich jetzt nicht extra den Wasserkocher. Habe ich erst überlegt, ob ich den, aber dann habe ich gesagt, das muss eh noch 10 Minuten. Das passt schon. Ich lasse doch sowieso meist immer ein bisschen länger ziehen, das Chili. Aber dankeschön. Und alles ohne künstliche Geschmacksverstärker. Ja, das hat halt was mit Kochen zu tun, ne? Kapuzzi ist weg. Unverzichtbar. Hast die nächsten 4 Tage was zu essen, ist so. Immer sag Adresse. Hinter der Kochstraße. Kochkrasche. Hinter der Kochstraße gleich links. Ja, ist noch ein bisschen zu dünn, aber wir hauen das ja noch. Ist ja noch nicht vom Herd. Wie sieht's hier aus? Mal ein bisschen Salz dran machen. Oh, ein bisschen Salz. Wir machen, glaube ich, diesmal Beutelreis. Ich habe noch Beutelreis, habe ich nicht gesehen. Kann der Milch weg. Bald wieder Salz kaufen. Ja. So. Schluck Rotwein. Hätte ich sogar noch hier.
Aber das hätten wir vorher reinmachen müssen, hätten wir ablöschen sollen. Jetzt so auf keinen Fall mehr Rotwein. Ja, ein bisschen too late jetzt, ja. Zucker, definitiv, da hast du recht. Eine Prise Zucker muss da rein. Oder Honig könnte man auch nehmen, aber Honig, ja. Und nennen wir Honig? Komm, wir machen mal mit Honig. So ein Esslöffel Honig. Komm noch und bring noch Bier und Feigenlikör mit. Fahre jetzt los und bin in 12 Stunden da. Bis gleich. Bis gleich, Oberblase. Das hört sich gut an. Ich gehe nicht aus dem Haus, zu viel Umweltgifte und Gefahren. Deswegen, Milch ist Gift. Mahlzeit Tüte! Du bist ja auch mal wieder da. Grüße dich, wie geht's dich? Die gute Lock and Lock. Kennt er auch, ne? Keine Ahnung. Besser als jede Tupperdose. Mit Käse etwas Tomatenmark, dann wird sicher auch wieder was dickflüssiger, falls es am Ende dann noch zu dünn sein sollte. Tomatenmark habe ich noch. Käse habe ich, glaube ich, nicht. Aber das wird schon. Das köche noch ein. Das reduziert noch. Hier, mein Katerfrühstück von heute Morgen. Gurken. Kann ich mir auch gleich nochmal gönnen. So, machen wir mal den... Oh ja. Aber du kannst schon mal Salz und Pfeffer reinmachen. Und er drehte. Und er drehte. Und er drehte. Hätte ich auch, glaube ich, den anderen Salz nehmen können. Das andere Salz. Oh. Da soll mal einer sagen, kochen geht nicht in die Arme. Bei so einem Salzstreuer auf jeden Fall. Sieht's hier aus, obwohl ist noch genug Pfeffer drin. Aber irgendwie kommt da nichts raus. Ist hier los? Hallo? Ah, jetzt. Hammer, sag ich euch. Warme Milch mit Baileys. Hat das nicht irgendwie ein... Hat das nicht irgendwie einen Namen? Warme Milch mit Baileys? Ich glaube, das zu kennen. Salzstreuer für Gewichte. Mit Gewichten. So. Honigkorn wieder zu. Wenn er denn mal zugeht. Da gehen wir mal ein Gürkchen her. Ich habe mir erst noch überlegt, Gurken reinzumachen, hier so Gewürzgurken, aber ich glaube, es passt nicht. Achso, das Salzwasser. Das Wasser kocht ja.
Ich muss mal kurz die Nase putzen. Ich kann mich nicht muten, deswegen sage ich euch vorher: Mutet mich, wo ich mache. Tut mir leid, aber ich habe leider kein Mikrofon mit Mute-Taste. Es war im Budget nicht drin, Tom wollte das nicht. Chris, ich glaube, das Wasser kocht. Dankeschön, Nadine. Ohne dich wäre ich aufgeschmissen. Tom sagt nichts. Die Community sagt nichts. Sagt halt keiner was, ne? Außer Aline. Die passt auf. Auf welcher Ding haben wir das denn hier? Okay, komm ein bisschen runtergehen hier von der Hitze. Hab blubbert mir zu doll. Ich hau dir den Drömmel aus der Gewürzgurke. Du hast doch den Stecker on der Hüfte. Was? Stecker an der Hüfte? Verstehe ich nicht. Ach so. Jetzt weiß ich, was du meinst. Naja. Stimmt, kann ich rausziehen, ne? Ja, Leute, entschuldigt. Für mich ist noch früh am Tag. Schmeckt die Gurke? Lecker. Ich liebe Gewürzgurken, ich liebe Dillgurken, ich liebe Knoblauchgurken. Ich stehe dann immer so vor diesen drei oder vier Pötten, manchmal gibt es sogar noch, glaube ich, Senfgurken. Und stehe ich immer da, welche Gurke nimmst du? Ach egal, ich nehme einfach alle. Einleggurken, beste. Das machen wir im Sommer auch noch, Einlegegurken. Das machen wir im Sommer wirklich mal. Habe ich richtig Bock drauf. Da kaufe ich mir richtige Gurken so. Und dann werden wir unsere selber eingelegte Gurken machen. Das wird richtig Porno. Das wird richtig Porno, sag ich euch. Und dann verkaufen wir und vermarkten die. Oder was sagst du, Tom? Ja, 10 Euro das Kilo, oder? Habe ich so gedacht. Ja, wenn das mal ausreicht, oder? Das ist ja nur 1 Euro pro 100 Gramm. Ja, mach mal 20 Euro. Ja, wir werden da die besten Einlegegurken und die größte Vielfalt von Einlegegurken in ganz Europa haben. So, jetzt ist doch die Konsi schon fast da, wo wir sie hinhaben wollen. Aber auch nur fast. So, 5 Minuten kann da noch ein... Jetzt habe ich natürlich nicht vergessen. Wann haben wir den Reis reingemacht? Weiß das einer von euch? Warte mal, Aline hat... Wann hast du geschrieben, dass das Wasser kocht? Ich habe hier leider keine Zeit. Man hört als erstes Gurke und Porno. Immer schön reinlegen. Vor 4 Minuten? Dankeschön. So, dann können wir schon mal die Messer abwaschen, die brauchen wir nämlich nicht mehr. Das haben wir. Oh, wir müssen mal unsere Petersilie ein bisschen Wasser geben hier. Hier soll niemand verdursten im Haus. Hier soll wirklich niemand verdursten, ne? So. Die saugt sich gleich ein bisschen voll mit Wasser. Was ist hier mit Majoran? Den können wir auch gleich gießen.
Guck mal, mein schöner Majoran-Busch, ey, Leute. Das ist ein Prachtexemplar, sag ich euch. Der gedeiht. So, dann können wir wieder rüberstellen. Ach ja. Wir haben einen schönen Busch, ne? Der sieht schöner aus wie der wie in Fortnite. Oder von manchen Frauen. Okay, hören wir auf. So, wir müssen gleich nochmal das Chili abschmecken. Ob genug Salz und Pfeffer und so dran ist. Ich glaube, Pfeffer kann noch ran. Und riecht besser als der von Fortnite. Wie war? Hier. H1Z1 ist nur ein Free-to-Play, I know. Ich weiß. Ist auch das Beste, was sie machen hätten können. So wenig Spieler, wie die haben, aber ich glaube nicht, dass selbst das Spiel noch retten wird. Kann ich mir nicht vorstellen. Das Spiel ist tot. So wie Division. Obwohl, in Division geht mehr ab als in H1Z1. Super gechillt. Schauke auf meinen Stuhl rum und genieße den Stream. Läuft. So muss das sein. Es soll auch ein chilliger Stream hier sein und kochen. Deswegen versuche ich auch gar nicht in Hektik auszufallen. Wenn wir das alles schön runterspielen hier. Easy. Und ich habe wegen euch 15€ dafür ausgegeben. Wie wegen uns? Hä, hast du dir das gekauft? Wir haben nie eine Runde zusammen gezockt, oder, Flo? Nicht, dass ich wüsste. €15, Flo. Ich würde gerne mal wissen, wie viel du schon in dein Leben ausgegeben hast für Schwachsinn. Ist mega geil, haben sie gesagt. Haben sie gesagt, ja? Ich weiß von nix. Mein Name ist Hase, ich weiß von nix. Stunden Spielzeit und wir haben gezockt. Echt? Das sind 30 D-Mark. Oh, jetzt. Ich dachte, die Umrechnung findet schon lange gar nicht mehr statt. Aber okay. Okay. Wenn Sie das so sagen, Adin, verstehe ich das natürlich. So, wir hauen jetzt den Oregano mit rein. Oregano! Nein, du nicht, Tom. Ich hab nicht mit dir geredet.
Kleine mal um. Ist sogar noch viel zu wenig Oregano, was da drin ist, ey. Hier. Der ganze schmeckt. Langsam wird's matschig. Ah, ist aber immer noch zu flüssig. Huch. Ja, wir hätten ein bisschen weniger Wasser reinmachen müssen. Zum Anfang statt 800. Na, ich weiß gar nicht, wie viel waren das? 400? Wo steht das? Halben Liter Wasser, glaube ich, ne? Halben Liter Wasser. Ja, vielleicht 400 statt halb Liter. Muss definitiv noch Salz ran. Definitiv noch Salz ran. Und da ich keine Lust habe, mich hier ewig tot zu drehen, von der Schärfe. Ich habe gar nichts gemerkt von der Schärfe, muss ich sagen. Gar nichts gemerkt. Deswegen hau ich auch noch ein bisschen Pfeffer rein jetzt. So ein bisschen Tomatenmark. Oh, ich habe gerade was gesehen. Ich habe noch Frischkäse. Hm. Ist der Frischkäse noch gut? Keine davon ist brauchbar. Armer Flo. Armes Flöchen. Du bist aber auch echt arm dran, ne? Muss man schon sagen. Und wie hoch läufst du jetzt schon? Portal? Schon über 100? 120? 130? 400? So, der Reis ist gut. Oh, der Reis ist gut. Jetzt können wir gleich wieder da reinmachen. Muss hier noch ein bisschen. Ja, die Konsi, die kommt langsam. Sie kommt langsam, Leute. Heiß. Oh.
94, ist aber noch mehr drin. Gib was ab, wenn's fertig ist. Danke, mach ich. Arrrr, Flachi, mach ich. Aber erstmal müssen wir noch abschmecken. Wollt ihr auch mal probieren? Vorsicht, heiß. Ja, gut oder nicht gut? Schon besser. Süße ist gut. Süße ist gut. Oh ja, die Schärfe kommt auch langsam, aber irgendwie merke ich fast gar keine Schärfe. Ist komisch. Ob wir drei Chilischoten drin haben. Bis jetzt brennt überhaupt nichts, aber vielleicht. Weiß nicht. So, ich gebe noch ein bisschen Paprikapulver dazu. Pfeffer muss auf jeden Fall noch ein bisschen. Wer ist Tom? Wirst du noch kennenlernen. Moin Headcrash, grüße dich. Tom ist in der Regie. Tja, viel mit Dreck und Sand. Er meint's gut. Er meint's gut, Aline. Ja. Ja. Lieber jetzt einmal ein bisschen mehr abschmecken. Großen Topf. Der ist für ein paar Tage. Der muss hier ein paar Tage halten. Als wenn ich mir für jeden Teller nochmal nachwürzen muss. Aber ist super. Salz ist gut. Schmeckt schön tomatig. Schärfe kommt langsam. Ja, sie kommt. Doch. Okay. Ich bin mir nicht sicher. Ich hätte schon ein bisschen Bock, in hier Dings reinzumachen. Ne? Ein bisschen Frischkäse. Ich probiere das einfach mal aus. Nur so einen kleinen Löffel. Ich experimentiere halt auch mal gerne, ne? Das ist ein bisschen viel.
experimentiere sehr, sehr gerne rum. Das ist dann halt so die typische Rush-Note noch, die dazu kommt. Ich mag gleich Curry geschnetzelt ist mit Spätzle. Oh, Spätzle. I like Spätzle. Ich hoffe, selbstgemachte Spätzle. Was passiert ist mit dem Frischkäse? Beziehungsweise er neutralisiert so ein bisschen die Schärfe noch. Es wird ein bisschen runder im Geschmack, vollmundiger, weil Frischkäse hat halt Fett noch drin. Das heißt, Fett ist Geschmacksträger. Der gibt einem Ganzen noch ein bisschen mehr Geschmack halt. Und er neutralisiert so ein bisschen, so ein ganz, ganz klein wenig. Ist auch nur ein kleiner Löffel jetzt, den wir reingetan haben. So ein bisschen noch die Schärfe. Oh ja, die Konsi ist richtig gut. Oder was sagt ihr? Konsi ist gut, oder? Also, da würde ich mich auf jeden Fall anstellen für das Chili. Oh doch, Konsi ist super. Können wir Herd ausmachen. Was gibt's bei dir? Dibble Abyss? Was ist das? Fertige Spätzle sind auch gut? Was? Ich hasse es, weil mein Papa hat es ja gemacht und mir mitgegeben. Bei mir gibt's eine Dose Ravioli. Wow. Was ist denn Dibble Abyss? Dibble Abyss? Ich weiß nicht mal, wie man das ausspricht. Gute Fuck ist Dibble Abyss. So, probier nochmal. Hol ich mal hier mit Bohnen und Mais. Damit wir alles auf dem Löffel haben. Saarländische Kultgericht. Das ist schwer zu beschreiben. Ja wie, du musst doch nur sagen, was drinne ist. Selbst ist der Mann. Fluffy, nimm dir einen Teller, ist fertig. Ich bin nur noch mal kurz am Abschmecken. Ihr könnt gut zugreifen, Leute. Greife zu, greife zu, greife zu. Wie scharf ist es denn? Von der Skala von 1 bis 10... Wo 10 das schärfste ist? Eine 5 oder 4. Oder eine 3? Weiß ich nicht. Ich glaube, die Chili haben keine Power, ey. Obwohl so ein bisschen Schärfe kommt durch. Das ist okay für mich. Zum Glück haben wir 3 Stück reingemacht. Einkaufen, lass es dir schmecken, später Chris. Dankeschön, viel Spaß. Und bis später. Angel! Was gab's beim Flo heute zu essen? Oder gibt's? Obwohl, gab bestimmt schon, wa? Was gab's aus dem Schwabenland? So. Okay, ihr fragt euch jetzt bestimmt, warum hat der Alte immer noch nicht die Lauchzwiebel reingemacht? Ja, die Lauchzwiebel ist nur zur Deko. Hätte ich die Kerne drin lassen sollen? Ja.
Schniebu vom Bäcker. Was ist denn jetzt schon wieder Schniebu? Hat einfach Brötchen oder was? Schniebu vom Bäcker. Kann ja kein richtiges Mittag sein. So, meine Lieben, werte Damen, werte Herren, es ist Zeit, dieses Gericht anzurichten. Auf welchen Teller hätten Sie es gerne heute? Blau, rot, grau, weiß oder weiß mit schwarzen Mustern? Schnitzelburger. Okay, Schniebu. Schnitzelburger. Oha. Also du musst Kartoffeln reiben mit geriebenen oder gewürfelten Zwiebeln, gewürfelten Dörrfleisch oder Mettwurst in Milch eingeweichten Brötchen und mit Eiern zu einem Teig verrühren. Und alles zusammen vermengen. Das kann man doch, dann kann man noch Knoblauch oder in Ringe geschnittenen Lauch hinzugeben. Das musst du dann in der Pfanne machen, wobei er unter ständigen Wänden immer wieder Stücke zerrissen und knusprig gebraten wird. Na, anfangs mit geschlossenen Decke, zum Schluss Decke ab und braun werden lassen. Aha. Das hört sich an wie hier Bauernfrühstück. Obwohl, Bauernfrühstück ist nicht mit geriebenen Kartoffeln. Okay. Aber ich glaube, das kommt so ein bisschen am Bauernfrühstück ran, oder? Ich weiß schon, was Bauernfrühstück ist. Ich habe so eine Art gesagt. Da gibt es ja auch noch verschiedene Variationen. Verschiedene Variationen von Bauernfrühstück, aber so ähnlich. Ist Geschmackssache. Ich mag Kartoffeln nämlich gar nicht, um ehrlich zu sein. Okay. Das verstehe ich jetzt nicht. Keine Kartoffeln mögen? Wo kommen wir denn dahin? So, ihr Liebenden. Ich hätte gerne so ein Kreis gehabt, wo in der Mitte so ein Loch ist. So eine Form für den Reis. Das hätte mich richtig gut ausgesehen, aber sowas habe ich nicht. Ich habe ja hier keine Gastronomie, ne? Habe ich sowas Ähnliches? So fast so eine Google-Hopf-Form in klein, wisst ihr, wie ich meine? Oh, sowas hat der Alte nicht zu Hause. Naja. Aber ich glaube... Ah, es sieht halt nicht gut aus, wenn ich jetzt das Chili con Carne... Wir machen das anders. Wir werden das Chili con Carne hier reingeben. Und werden hier vor den Reis platzieren. Fürs Foto, wisst ihr? Nimm den Deckel als Form. Den? Nein, du verstehst nicht, was ich meine. Da muss noch ein Loch in der Mitte sein. So wie ein Google-Hupf. Wenn du in der Mitte ein Glas stellst und da dann den Reis rein, ja, das mache ich. Das mache ich ja. Ich nehme einen Becher, das machen wir immer so. Aber ich wollte einfach mal eine andere Form, damit wir, ich hätte halt gerne so in der Mitte das Chili con Carne gehabt, so dass außenrum der Reis ist, so schön ist und in der Mitte heißt, so wie ein Vulkan sozusagen, der Chili con Carne ist. Wisst ihr, wie ich meine? Aber nun gut, haben wir jetzt nicht, machen wir halt anders. Ist ja auch nicht so wild. Macht ja alles nicht. Nope.
Not a problem, not a problem. So, schön festdrücken. Machen wir zwei? Machen wir zwei. Sieht besser aus. Dann machen wir zwei unterschiedlich hohe. Ich glaube, es sieht besser aus, wenn die unterschiedlich hoch sind. Wieder schön andrücken hier. So schön die Form haben. Zwei ist besser als drei und schöner als eins. Hast du aber schön gesagt, Aline. Oh, das hat eine super Konsi bekommen, finde ich. Perfekt, würde ich sagen. Guck mal, sogar mit... Das ist so ein kleiner Berg. Und das ist eine absolut perfekte Konsi. So. Sieht irgendwie doof aus, ne? Oder? Ich weiß nicht. Komisch aus, ne? Ich muss meine Cam holen. Ich hab vergessen, meine Cam zu holen. Gleich wieder da. Die wirkt zu groß, ne, Aline? Ich hab leider keine kleinere. Ich weiß, was du meinst. So, machen wir ein schickes Bild jetzt. Da, 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 da. Boah, ich hab richtig Bock drauf, ne, auf der Chili con Carne. Oh, wenn ihr das schmecken könntet, Leute, wenn ihr das schmecken könntet. Oh. Moin, Bash! Bist du schon wach, ey? Mit dir habe ich aber nicht so früh gerechnet, muss ich sagen. Nein, ich glaube, wir müssen ein bisschen höher. Mit dir habe ich nicht so früh gerechnet. Wartet mal. Im Aufwachstadion.
Und ihr wisst, wenn ihr mich atmen hört, dann wisst ihr, dass ich noch lebe. Ist das runtergefallen? Gibt's ja gar nicht. Okay, das reicht. Wann darf der Brandfleck endlich aufs Foto? Ich weiß nicht. Das kann ich dir nicht sagen. Darüber habe ich leider keine... Ja, wie soll ich sagen? Ich weiß es einfach nicht. Scheiße, jetzt habe ich vergessen, euch zu zeigen, wie das aussieht im Nahen. Ja, Leute. Chili con carne. Der 80er. Ich hoffe, ich konnte euch wieder vielleicht ein wenig... Ja, wie soll ich sagen? Euch ein wenig ein paar Tipps geben. Vielleicht so ein paar Anreize. Ich wünsche viel Spaß beim Nachmachen. Beim selber nachkochen. Guten Hunger an alle, die jetzt gerade essen. Und, ja, viel Spaß dabei. Ja, ich kann halt eigentlich heute Abend auch noch Reis machen. So, meine Lieben, wir gehen jetzt futtern, beziehungsweise ich gehe jetzt futtern, was ihr macht, weiß ich nicht, vielleicht guckt ihr noch ein bisschen zu, wie ich am Futtern bin. Normal esse ich die den Topf da weg, sieht echt gut aus, aber, hör auf zu kritzen. Zu kratzen am Blech. Ach so. Das wird viel zu weich. Ihr wisst doch gar nicht, was gut ist. Haze oder Skunk Haze? So, bis gleich.